Kommt von von Jaguar und Jaguar Classic Land Rover, Jaguar Zentrale, die neue Firma, die jetzt hier in Essen, wir haben uns ja kennengelernt, die wir in Essen angefangen haben. Die bauen wunderschöne Autos wieder auf und haben eine große Ausstellung hier in Essen in der Ringstraße. Traumhaft schöne Autos. Und das ist ein Beispiel dafür, was man aus einem Jaguar auch machen kann. Wunderschöner S-Typ. Der ist im Programmheft leider falsch ausgezeichnet. Der Hubraum stimmt hier nicht ganz in dem Programmheft, aber original kann man den Besitzer mal fragen. Der kann ja viel mehr erzählen zu dem Auto. Also der nächste ebenfalls. Jetzt wird es ein bisschen voll, muss ich ein bisschen schneller durchlassen. Okay, also ein wunderschöner, kein Jaguar, sondern ein Daimler. Wenn man so will, ähnliche Karosserie oder gleiche Karosserie, aber etwas andere Ausstattung. Das war die etwas hochwertige, noch wertvollere oder elegantere Ausstattung der Jaguare. Ein Daimler in der ähnlichen Ausstattung wie Jaguar. Prima. Ja, okay, auf geht's. Was kommt so viel dahinter? Der nächste jetzt ein ebenfalls englisches oder zwei englische Autos. Ein Triumph TR4. TR4 aus dem Jahre 1965. TR4, der berühmte Triumph, der 2 Liter Motor hatte, ungefähr 100 PS, macht riesen Spaß zu fahren. Karosserie war von einem italienischen Karosserie Michelotti, die hat die Karosserie mal entwickelt, und der Wagen hat einfach eine tolle Linie und er macht Spaß zu fahren hier in dieser Ausführung mit Chromspeichenfällen, also tolles Auto. Prima. Schönen Dank. Weiter geht's. Der nächste ist nicht geschlossen, der ist nämlich ganz offen. Der Nachfolger der TC-Serie hier, also der MG TD aus dem Jahre, was ist das, 53? 52. Also hier original in der Ausführung, jetzt nicht rechts, sondern links gelenkt. Und hier eine sehr schöne original englische Lackierung. English White, nicht? Oder English White. War der also nicht beige, sondern English White, das ist die Bezeichnung dafür. Also der Motor selbst, ein Vierzylinder-Motor mit ungefähr 50 PS oder 52 PS. Tolles Auto, auch ganz offen gefahren heute. Bravo, auch eine besondere Leistung. Applaus mal hier für die Offenfahrer. Hier, applaudiert mal, Kinder. Los, auf geht's. Ja, und das nächste, eine Sonderkarosserie von einem Bus, ein Setra. Setra stand für selbsttragende Karosserie, denn Setra hat nicht nur einfach ein Fahrgestell gehabt, wo ein Aufbau drauf kam, sondern alles war an dem Auto, war eben selbsttragend. Und dieser Bus, dieser Setra-Bus ist von wann? 57, aber eine sehr elegante Ausführung, wie Sie sehen. Hier in ganz vielen Fenstern, auch mit den Dachfenstern, diese geschwungenen Dachfenstern. Ein wunderschönes Auto, sehr selten. Und insbesondere dieser hier sowieso, weil es ein Prototyp gewesen ist. Ja, also toll, hat Spaß gemacht heute auf der Rallye, auf der Strecke. Ja, Tour war gut, höre ich von allen Seiten. Prima, weiter geht's, ja? Ja, und weiter geht's nach oben hoch. Ja, wir haben jetzt Verkehrsstau, wir müssen durchziehen. Jetzt kommt der nächste, der berühmte Franzose, 11CV, ein Auto, auch schon mehrfach dabei gewesen. Ein Vierzylinder, der in Frankreich sehr viel gefahren wurde und sehr viel gekauft wurde, insbesondere auch von der französischen Polizei. Die haben damit dann die französischen Gangster gejagt. Und darum hieß das Auto auch letztendlich irgendwo Gangsterwagen, obwohl hier fahren keine Gangster mit. Das sind alles ganz brave, liebe Essener. Er ist jetzt in Rente. Er ist kein Gangster, er ist nur Rentner. Okay, prima. Also, alles gut. Auto auch in Rente, na prima. Ja, der nächste wiederum hier mit Schirmscham und offenem Verdeck, ein MGA, auch in der sehr eleganten, sportlichen Ausführung. MG, der berühmte englische Sportwagen aus den 50er Jahren. Hier ein... Oh, Dankeschön. Ja, was mit Schirm. Ja, prima. Also, herzlichen Dank. Tolles Auto. Ist so die normale Stoßstangenausführung. Oder haben Sie den Twin Cam? Nein, ist der normale. Der 1600er, aber der wirklich Spaß macht zu fahren. Man sitzt sehr tief, man kann wunderschön die Kurven einsehen. Elegant, tolles Auto. Auch offen gefahren heute, denke ich mal, zumindest zum Teil. Ja, ja, okay, prima. Ja, weiter geht's. Denn jetzt kommt wiederum diese sehr elegante Mercedes 220 S, 220 SE Cabriolet aus dem Jahre
61, also ein sehr früher, aber mit einer besonderen, kann man jetzt nicht sehen, weil da innen drin das Verdeck zu ist, eine sehr seltene Ausführung, weil er eben innen drin einzelne Sitze hat und auch die Sportsitze hier vorne ist eine Sonderausführung gewesen. Und die hat nicht jeder kaufen können und kaufen wollen, sondern das sind also viele nur in dieser besonderen Ausführung gemacht worden. Tolles Auto, auch schon mehrfach dabei gewesen. Und hier kann man. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Ja, der nächste. Also wir hatten ja heute den Weg. Das ist ja nur naja. Nee, so ist das doof. Ich nehme jetzt den Kauf. Ja, berühmtes Team, berühmtes Auto. Marc Winkelmann aus Essen, ebenfalls ein Urgestein der Essener Szene mit diesem wunderschönen MV TD aus dem Jahre 52, 53. Hat er auch schon ganz, ganz lange das Auto, auch schon mehrfach dabei gefressen. Ja, offen gefahren, ohne Heizung natürlich, wie es sich gehört. Bravo, auch weitergehen die nächsten. Jetzt langsam ein bisschen voll. Ja. Ja. Come on, shake up, baby.